Ja, hallo liebe Freunde von Mühlenbott News, hier sind wir wieder. Hallo Vanessa. Hallo Massimo. Und muss ich gleich sagen, letzte Woche hatten wir so einen tollen Wetterbericht und ich habe noch nicht einmal eine Reaktion darauf bekommen. War ein bisschen enttäuscht, okay. Aber gut, okay. Wir werden es heute wiederholen. Vielleicht kommt ja die Reaktion dann. Okay, ja, also. Lass uns mal starten. Und zwar, nach 5 Jahren Stillstand ist nun die Zukunft der Karlsruher Europahalle geklärt. Sie wird für 30 Millionen Euro saniert. Der Karlsruher Gemeinderat votierte am Dienstagabend nach ausführlicher Debatte einstimmig für die sogenannte große Lösung. Für 30 Millionen Euro soll die seit 2014 aus Brandschutzgründen nur noch eingeschränkt nutzbare Halle modernisiert werden. Ja. Diese Lösung hatte nach ausführlicher Prüfung auch die Stadtverwaltung favorisiert. Nach der Sanierung soll die Halle wieder für Sportveranstaltungen bis zu 4.800 Zuschauern zur Verfügung stehen. Eine Nutzung als Veranstaltungshalle für Konzerte schließt die Stadt allerdings aus. Zack. Die Sanierung soll 2021 beginnen und bereits 2024 die erste Veranstaltung stattfinden. Ganz ruhig, ganz ruhig. Warum gebe ich 30 Millionen Euro aus, um eine Halle zu sanieren? Dann nimm doch 60 Millionen in die Hand, macht eine richtige Halle draus und dann können wir Indoor-Veranstaltungen, Musikveranstaltungen. Wir haben über 300.000 Einwohner in Karlsruhe. Über 300.000. Nein, wir warten erstmal 10 Jahre, diskutieren 30 Millionen und dann, ja, aber nur für Sport. Leute, ich weiß nicht, was mit euch los ist. Ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe es echt nicht mehr. Aber gut, bin ich froh, dass ich nicht in der Stadtrat bin. Älter werden in Mühlburg. Erzähl mal ein bisschen. Ja, guck mal, da. Älter werden in Mühlburg. Ich war heute da. Ganz, ganz tolle Aktion in Zusammenarbeit mit der Stadt Karlsruhe. Wir sind Pilotprojekt. Pilotprojekt für älter werden in Mühlburg. Ja. Und zwar, da ist es darum gegangen, was kann man in einem Stadtteil tun, um zufrieden, glücklich älter zu werden. Was kann man tun? Netzwerke aufbauen, mit den Vereinen, mit den Institutionen, mit den Gemeinden, also Kirchengemeinden und. War also toll, viele Ideen, wirklich. Das einzige Problem, was ich sehe, die Ideen sind viel. Ich habe natürlich auch den Bürgerverein mit reingezogen, mit angeboten. Aber das große Problem, was ich sehe, diese Ideen umzusetzen, da braucht man Leute dafür. Und diese Leute sollten ja ehrenamtlich arbeiten. Und da geht, glaube ich, das Problem los, diese Leute zu motivieren, etwas zu tun. Da bin ich mal gespannt. Also wir sind Pilotprojekt in Mühlburg, finde ich ganz toll. Ja, es wird auch mit Geldern, also da werden auch ein paar Gelder fließen, finde ich auch gut, dass da die Stadt ein paar Gelder in die Hand genommen hat. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es klappt. Also ich sehe dem Ganzen mal positiv. Ja. Ja, dann haben wir den Drogenkonsumraum. Und zwar, das schwarz-grüne Kabinett will heute die Voraussetzung für den landesweit ersten Drogenkonsumraum schaffen. Die Stadt Karlsruhe plant ab Spätsommer eine solche Einrichtung. In ihr sollen Schwerstabhängige mitgebrachte Rauschmittel wie Heroin und Kokain unter hygienischen Bedingungen und unter Aufsicht von geschultem Personal konsumieren können. Das soll Drogenkranken helfen und Anwohner entlasten, die unter der illegalen Drogenszene zum Beispiel am Werderplatz leiden. Die Fixerstube ist in der grün-schwarzen Landesregierung umstritten. Der Karlsruher Gemeinderat hatte schon vor knapp einem Jahr einstimmig dafür gestimmt. So, die Stadt Karlsruhe freut sich über den Beschluss. Immer noch geteilte Meinung. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich kenne mich da mit diesem Thema nicht aus. Ganz klar, einem Alkoholkranken versucht man auch zu helfen. Deshalb sollte man auch einem Drogenkonsumenten, einem Drogenabhängigen auch helfen. Ob das jetzt der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Gut ist aber, dass man sich darum kümmert und dass man die Leute nicht auf der Straße lässt und ihrem Schicksal einfach hier, der ist drogenabhängig, jo,
guckt, wie weiter kommst. Ja. Also, die Idee finde ich gut. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Aber wird man sehen. Genau, genau. Okay, ich habe da was auf dem Display. Dann mache ich so lange weiter. Die mobile Schadstoff. Ich habe auf mein Handy gespuckt. Die mobile Schadstoff-Sammelstelle, das ist jetzt wahnsinnig interessant. Möchtest du mehr erzählen? Nein, ich habe auf mein Handy gespuckt. Okay, weiter. Die mobile Schadstoff-Sammelstelle ist wieder auf Tour. Am Dienstag, den 26. März von 14 bis 14.45 Uhr in der Waldstadt Ecke Kohlberger Klogauer Straße. Nach Krötzingen fährt sie im Anschluss von 15.30 bis 16.30 Uhr auf dem Parkplatz der Emily-Arheit-Halle. Muss da irgendjemand einsteigen? Nein, das... Okay, weiter, Entschuldigung. Ich bin heute etwas... Am Donnerstag, den 28. März. Oh, schön. Heute haben wir ja schon den 27. Das heißt, vergesst, was ich euch gerade erzählt habe. Das war nicht gestern. Ja, oh, okay. Unsere Redakteure mal wieder. Ja. Am Donnerstag, den 28. März in der Nordstadt von 14 bis 14.45 Uhr. Also ihr müsst diese Sendung vor 14 Uhr anschauen, weil sonst ist er weg, der Wagen. Ja. Okay, also vor 14 Uhr anschauen, ja. Und wenn jetzt gerade 14:30 ist, also 13.30 Uhr, sofort abschalten, ihr könnt ja später weiterschauen. Und sofort. Was macht man denn da? In die Rhode Island, aber. Genau, vor der Maryland-Schule und in der Nordweststadt am Walter-Rathenau-Platz von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Ja, und dann 16 Uhr, nee, bis 16.15 Uhr. Bitte. Hier steht 16.15 Uhr. Und 16.30 Uhr kommt ihr dann wieder hierher und schaut weiter die Mühlburg News. Okay. Okay, wir haben Jahreshauptversammlung. Yes, und das ist ganz, ganz wichtig. Jahreshauptversammlung vom Bürgerverein Mühlburg am 11. April um 19 Uhr in Oberer See. Und wir haben dieses Jahr keine Wahlen, also, aber wir werden Ehrungen durchführen. Also sprich 25 Jahre Bürgerverein Mühlburg oder ich glaube, wir haben sogar 50 Jahre dabei. Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube. Also, falls ihr Post bekommen habt, dann seid ihr dabei. Dann kommt. Also nochmal, 11. April, 19 Uhr im Oberer See. Nicht vergessen, ja. Oberer See. Ich sehe auch schon, dass ich woanders hinfahre. Ja, ja, Tonnerschaft. Okay, bin ich da. Also, ja, also, wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, wegen der Europa-Union. Nicht politisch, ohne Partei, habe ich alles erklärt. Die Europa-Union, ich habe sie als Vorsitzender übernommen. Finde ich eine ganz tolle Geschichte. Und wir werden die Europa-Union hier bei uns im Büro des Bürgervereins erstmal hospitieren. Oh, schönes Wort, das du gelernt hast. Wir werden die Europa-Union hier hospitieren. Also, wenn ihr auch mal Informationen haben wollt über die Europa-Union, ihr dürft euch gerne an mich wenden. Es ist eine tolle Sache. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, Europa. Glaubt mir, es ist eine tolle Sache. Und ich als überzeugter Europäer, ja, ich lasse mir mein Europa nicht kaputt machen. Von niemandem. 13. Ich sage nur die Zahl 13. Ist mir egal. Ich lasse mir mein Europa nicht kaputt machen. Egal von welcher Partei. Okay, ja. Gut. Tanzlokal Musikclub 77. Genau, am 6. April geht es wieder weiter. Am 6. April ab 20.30 Uhr Einlass. Und wir spielen wieder deutscher Schlager, 70er, 80er, 90er und wieder Status Quo. Alles dabei. Mit Hüftschaden, ohne Hüftschaden, müsst ihr aufpassen. Ihr wisst ja, die Knie, die künstlichen, also wenn ihr da kommt, bitte etwas langsamer. Wir können uns das nicht leisten, einen Krankenwagen anzurufen. Deshalb, wenn ihr Status Quo machen wollt, dann setzt euch einfach gleich hin. Dann kann ich das. Okay, wir haben das Bild der Woche. Ja, ein tolles Bild hast du da gemacht. Ein richtig schönes Bild. Sonnenaufgang, Kaiserallee, also richtig, richtig toll. Ja, ihr seht es ja nebendran. Ja, so, ich habe schon wieder, ich muss unbedingt, wir müssen den Kasten Bier noch, das den Gutschein müssen wir noch übergeben. Ja. Bitte, Uli, sei mir nicht böse, wir machen das auf jeden Fall. Jetzt möchte ich noch was, darf ich noch, oder sind wir? Nee, mach was.
Wir werden am Wochenende, am Freitag, Samstag, Sonntag, werden wir wieder in Hennef sein. Wie jedes Jahr Schlagerparty. Ja, richtig toll. Also ich habe da jedes Mal meinen Spaß. Aber dieses Jahr, und da freue ich mich richtig drauf, da warst du noch nicht mal geboren, Pussycat kommen nach Hennef. Pussycat. Mississippi. Pussycat. Und ich werde Pussycat interviewen. Und da freue ich mich so richtig. Und ich weiß nicht, ob die Deutsch können. Wenn sie kein Deutsch können, dann werde ich das Interview auf Englisch führen. Das gibt das. Nein, ich werde Englisch. Ich werde ein Interview auf Englisch führen mit Pussycat. Da freue ich mich richtig drauf. Pussycat und Massimo Ferrini. Das ist richtig geil. Okay, und jetzt wollen wir wieder ernster werden. Meine Damen und Herren, das Wurstelwetter. Ja, also, es wird wieder warm, es wird wieder wärmer. Wir werden bis zu, naja, schätzungsweise, weil ich bin ja nicht in Kassel, bin ja in Hennef, schätzungsweise so 16 Grad mit Sonnenschein. Es sollte nicht regnen, laut dem Wetterbericht. Es ist ja Wurstelwetter. Und es wird wieder ein leichter Föhn über die Straße gehen. Und ja, wir werden uns wohlfühlen. Also das Wurstelwetter wird immer besser. Wir kommen langsam in den Frühling. Ja, liebe Zuschauer, das war das Wurstelwetter. So, und das war's auch schon mit den Mühlburg News für diese Woche. Ihr dürft auch Werbung machen auf den Mühlburg News. Ja. So, das muss jetzt noch sein. Manchmal ist es ein bisschen. Aber gut, also. Ihr Lieben, ich sage wie immer tschüss, tschüss. Wir haben da hinten jemanden hinter der Kamera, die ist nur am Grinsen, am Lachen, am Schaukeln, am hier, na, wahnsinnig hier. Liebe Mühlburg News Zuschauer, ich wünsche euch ein super tolles Wochenende. Ich bin in Hennef und ich bringe euch Bilder und Filme mit. Ich sage tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Und gebe das letzte Wort an diese Dame hier, die hier mich bedrängt, dass ich endlich ruhig bin. Ihr das, diese Stille. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.